Sagt bloß, wir haben uns hier festgebackt. Was kann nicht sein, dass wir den Stein da nicht wegkriegen. Nein, wo kommen wir nirgendwo raus? Eine Option wäre, dass wir eventuell da unten das mal wegfeuern. Die Säule versucht wegzuschießen, ob das geht. Aber ich glaube, das hatten wir auf der anderen Seite schon probiert gehabt. Gucken, ob wir den Helm jetzt wieder anziehen. Ah, okay. Können wir das nämlich nutzen, um uns zurückzuverwandeln, weil das nervt echt, wenn ich jedes Mal die beiden Tasten gleichzeitig drücken muss und er dann rumspackt und das nicht richtig übernimmt. Naja, dann nehmen wir mal das Grün hier mit. Das ist das Grün. Ihr Viechis nervt. Okay, warum konnte ich da jetzt durchschwimmen und eben ging das nicht? Strange Geschichte. So, dann haben wir das da unten waren wir. Dann würde ich sagen, geht es nach hier oben. Mal schauen, was wir dort oben finden werden. Ah, also jedes Mal nicht an dieses blöden Tintenfisch denke. Halt, das war's nicht. Aua. Ja, direkt reingeschwommen. Ich bin wieder der schlauste einer, echt. Okay, mal schauen, ob es hier weitergeht. Ah, hier geht's weiter. Dann mal schauen, was hier Feines zu entdecken gibt. The rush of new waves greeted my ears as I glided into undiscovered waters. Though a chapter of my life had ended, my journey was far from over. Ein neues Kapitel haben wir freigeschaltet. Damit haben wir auch einen neuen Abschnitt freigeschaltet, der jetzt ziemlich groß zu sein scheint. Na dann. Offenes Gewässer. Dann speichern wir hier mal. Huch. Was haben wir hier? Es scheint uns nicht direkt anzugreifen, oder?
Aber wir können es angreifen. Okay. Würde ich sagen, gucken wir uns hier erstmal um. Was wir hier so alles haben in der Nähe. Machst du irgendwas? Ah, du bist nur ein Pilz. Also hier kommen wir schon mal nicht lang. Da müssen wir dann von außen lang. Okay. Was haben wir denn da? Ey. Wand, träum mich nicht. Oh, das sieht hier schon wieder so dungeonmäßig aus. Ob das gut ist? Ich weiß ja nicht. Autsch! Naja, erstmal umgucken. Da oben kann man dann ein bisschen boosten. I discovered a fallen statue of a race that resembled my own. Though it had collapsed from many years of decay, it still marked the way to those who had built it. Perhaps if I followed, I would find more of my kind. Ah, sie hat also quasi von der Statue gequatscht. Gut zu wissen. Oh Gott, die Viecher schon wieder. Hier sind ziemlich viele Strömungen an der Wand. Geh weg. Ich mag dich nicht. Warum hat sie mir die Statue auf der Karte markiert? Nochmal zurückschwimmen. I discovered a fallen statue of a race that resembled my own. Though it had collapsed from many years of decay, it still marked the way to those who had built it. Perhaps if I followed, I would find more of my kind. Es könnte, glaube ich, innerhalb der Aufnahme ein wenig ruckeln, weil die FPS spackt ein wenig rum gerade. Autsch, ich werde mit Steinen beworfen, das ist nicht gut. Ich hoffe mal, das ruckelt nicht zu sehr. Ah, kommen wir gegen die Strömung an. Ich glaube, das ist zwar so nicht beabsichtigt, aber... wir schaffen's. Autschen, die tun ganz schön weh, die Biester. Und machen komische Geräusche. Und schauen wir mal weiter. Autsch, die schießt ja alles auf uns. Was ist denn hier oben? Da oben scheint ein Weg zu sein. Und da unten jetzt auch noch mal lang. Dann erstmal hier unten lang. Oh, hier wird's düster. Autschen. Schon wieder diese Lache. Ich ahne nichts Gutes bei der ganzen Geschichte hier gerade. Okay, da oben kommen wir also nicht hin. Ich denke mal, da kommen wir, wenn wir da vorne hochschwimmen weiter.
Ah, hier haben wir auch noch Zeugs. Wenigstens ein bisschen geheilt. Ich hoffe, das leckt in dem Video nachher nicht zu sehr. Und wenn doch, dann muss ich gucken, dass ich bis zur nächsten Aufnahme dann in den Griff kriege. Weiß Gott, was da wieder Performance frisst. Ich hoffe mal, dass man hier gleich nochmal irgendwo speichern kann. Okay. The Kelp Forest. Oh, what the hell war das? Okay. Eine Spinne. Scheinbar. Tust du uns was? Nein, du bist nur Deko. Never before had I encountered such a lush environment. Countless diverse creatures flowed between the tall stalks of kelp. I could not help but be awed by the infinite beauty of the natural world. Ich entschuldige, dass das Gelege stört mich jetzt gerade selber. Wir hören uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Mal schauen. Aua, geht ja schon gut los. Ob es jetzt immer noch so derbe laggt. Was schwimmen denn hier vor Viecher rum? Ist ja übel. Zum Glück haben wir einigermaßen Zielsuchende geschossen. Schauen wir uns hier mal um. Sieht wieder nach einem großen Areal aus. Lasst uns erstmal nach unten schwimmen. Wie vermutet, geht es nämlich da unten. In diesen Abschnitt, den wir eben nicht erforschen konnten. Autschen. Ah, sieht doch schon mal schicker aus. Konstante 30 Frames. Da hat mir wohl Skype einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht gehabt. Oh. Zeugs hier macht. Das war knapp. Autsch, 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 autsch. Warum machen die Viecher Schaden? Verdammte Hacke.